So, alle machen's, ich also auch. What's in my camera bag 2021? So, was haben wir hier? Kamera. Jupp. Objektive. Surprise. Akkus. Ohne ist schwierig. Und mein aktuelles Highlight, FFP2-Masken. So, ab in die Trends damit. Anderes Thema. Was glaubt ihr, ist das Wichtigste für die Wirkung eines Videos? Also jetzt mal vom Inhalt natürlich abgesehen, aber so, welche gestalterische Ebene ist die wichtigste? Das ist eine Frage, die wurde mir in den letzten 2 Wochen zweimal gleich gestellt. Ich bin momentan dabei, einigen Leuten dabei zu helfen, sowohl Privatleuten als auch Unternehmen, sich ein bisschen besser im Bereich Video zu optimieren, sich in dem Bereich aufzustellen, ein paar Workflows aufzustellen, einfach weil gerade Lockdown ist und alle so ein bisschen den Video-Output erhöhen müssen. Und da bin ich, ja, man kann glaube ich sagen, in beraterischer Funktion aktuell hier und da tätig. Und eben die Frage, was ist wichtiger, Bild oder Ton, die wurde mir zweimal gestellt. Und ich habe in beiden Fällen ziemlich schnell geantwortet, es ist Ton. Und habe damit teilweise zumindest ein bisschen Erstaunen ausgelöst. Das Schräge ist, ich glaube nicht nur, dass es so ist, ich weiß, dass es so ist, obwohl ich selbst bei mir auch weiß, dass ich teilweise den Fokus so ein bisschen anders lege. Und ich weiß, dass viele Filmemacher das nicht in dieser Art leben, wie es eigentlich von den Prioritäten, ne, von der Wirkung eines Videos her gesehen, notwendig wäre. Ich verdeutliche es euch ein bisschen. Ton hat gegenüber Bild einen gewaltigen Vorteil, nämlich, dass es sozusagen unsere Ohren sind das Nächste an unserem Gehirn, was ja, die Aufnahmefähigkeit und den Transferprozess von irgendeinem audiovisuellen Reiz zu unserem Gehirn betrifft. Sprich, wenn ihr jetzt irgendwie Kopfhörer reinsteckt oder sowas, macht die Augen zu. Nichts ist so intensiv in der Vermittlung eines Gefühls oder einer Information, wie dieser direkte Weg von Ton zum Gehirn. Deswegen, obwohl wir Filmemacher uns ja wahrscheinlich in erster Linie mal als Bildschaffende sehen, ist es eigentlich so, naja, denk mal an einen guten Film, an irgendwas Tolles, ne? Was bleibt euch im Gedächtnis? Bestimmte große Bilder, klar, aber was ihr wahrscheinlich auch nach 30, 40, 50 Jahren oder sowas noch nachsummen werdet, ist irgendwie der Soundtrack eures Lieblingsfilms oder andere Momente, die irgendwie ein bestimmter Dialog, eine inbrünstige Stimme, das sind die Sachen, die einem im Kopf bleiben. Deswegen will ich das an dieser Stelle mal so ein bisschen breit treten. Es ist keine super innovative Information. Viele wissen das eigentlich, aber viele leben es nicht in der Art und sind teilweise immer wieder überrascht, weil sie ihren Fokus bei der Produktion von Videos eben vor allem aufs Bild legen. Ein Beispiel. Wir hatten bei mir im Studium damals an unserem Tonstudio hing so ein Schild, ziemlich hässlich gestaltet. Frei übersetzt besagte das, dass die Wirkung eines Films 50% plus X Ton ist. Super abstrakte Formel, aber was es eben sagt, ist, wenn man Ton und Bild auf eine Waage legt, ist Ton wichtiger. Auch hier wieder ein simples Beispiel. Stellt euch ein Video vor, ihr guckt es euch an, irgendwas Interessantes auf YouTube oder sowas und das Bild ist zwischendurch richtig kacke. Es rauscht, Licht geht aus, es ist mal kurz überbelichtet, zu hell, zu dunkel, aber der Ton ist jederzeit perfekt verständlich. Ne? Richtig schön, vielleicht eine warme Stimme, der man gerne zuhört. Ihr werdet wahrscheinlich problemlos darüber hinwegsehen und die Informationen bis zum Ende verfolgen. Auf der anderen Seite ein Video, vielleicht total professionell gemacht, top ausgeleuchtet, aber richtig halliger Ton, leicht verrauscht, Stimme unangenehm anzuhören. Schaut ihr das an? Es wirkt wahrscheinlich super unprofessionell. Das ist der Punkt, für den ich euch gern mal sensibilisieren würde, denn ja, im Prinzip dieser Gedanke, mit dem ich jetzt in den letzten 2 Wochen konfrontiert wurde, was eigentlich wichtiger ist, der zieht sich durch die Arbeit von total vielen Filmschaffenden. Und dabei ist es erstmal egal, ob es Hobby oder ja, berufliche Filmemacher sind. Mein persönlicher Werdegang war auch so. Als allererstes lernt man in der Regel Kamera, dann lernt man Schnitt. Dann lernt man vielleicht besser mit der Kamera umzugehen oder guckt sich im Bereich Drohne um oder fängt an Licht zu lernen oder macht sich mit dem Inhalt vertraut. Aber so der Punkt im Lernprozess eines Filmemachers, an dem man sagt, so, jetzt will ich mich mal richtig mit dem Equalizer auseinandersetzen, der kommt wahrscheinlich verdammt spät. Warum sage ich euch das alles? Ich habe bei mir selbst auch gemerkt, dass die meisten Videos, die ich bisher über Tonthemen gemacht habe, so wahnsinnig viele waren es ja noch nicht, unterm Strich immer deutlich schlechter performt haben. Das überrascht mich jetzt auch nicht, weil wie gesagt, es ist spannender, sich irgendwie mit Bildsachen zu beschäftigen. Aber so mit dem Wissen, was ich euch eben gesagt habe, eigentlich ist Ton das, was ein Video nachhaltiger eindrucksvoll macht, was ein Video nachhaltiger wirken lässt. Fragt euch doch selbst mal, wenn ihr das Geld gerade rumliegen habt, 1.000 Euro. Würdet ihr 1.000 Euro eher in eine Kamera oder ein Objektiv investieren?
Oder würdet ihr die 1000 Euro eher in ein verdammt gutes Mikrofon investieren? Oder wir müssen es nicht mal aufs Geld beziehen. Blickt mal zurück in euren bisherigen Schaffenszeitraum. Wie viel Zeit habt ihr zum Beispiel mit Farbkorrektur verbracht, also der wirklichen Optimierung des Bildes? Und wie viel Zeit habt ihr damit verbracht, wirklich zu gucken, dass ihr richtig guten Ton aufnehmt oder ihn hinterher bearbeitet? Also ihr seht, worauf ich hinaus will. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum das letztlich bei Filmemachern so ist, auch bei mir selbst, obwohl ich ja hier sitze und das eben reflektiere und das eben eigentlich weiß. Und wie ich das Ganze vielleicht für die Zukunft ein bisschen angehen könnte, denn ich habe eigentlich ein paar Gedanken für Videothemen, die sich eben mit Ton beschäftigen und hatte überlegt, was so vielleicht der richtige Fokus sein könnte, um das Ganze anzugehen, um es euch als weit gemischte Community aus Profis, aus Anfängern, aus Leuten mittendrin so ein bisschen schmackhaft zu machen und vielleicht einen Ansatz zu finden, dass wir dem Ton ein wenig mehr Wertschätzung geben, die er eigentlich verdient. Beispiel, ich hatte überlegt, ob ich mal ein Video mache darüber, einfach wie man ganz klassisch guten Ton aufnimmt. Das klingt jetzt wahrscheinlich super trivial und ich weiß, wenn ich das Video machen würde, es würde wahrscheinlich erstmal wieder nicht so toll performen, weit schlechter als das nächste DaVinci Color Grading Tutorial oder sowas. Aber es gibt auch in dem Bereich echt viele simple Tricks, die oftmals nicht mit Geld verbunden sind, sowas wie mit dem Mikrofon eher auf den Brustkorb zielen als auf den Mund oder bestimmte Sachen, wie man einen Raum akustisch trocken machen kann, was vielleicht das Wichtigste ist. Ihr könnt wahrscheinlich auch ein schlechtes Mikrofon nehmen, leicht nachbearbeiten, solange die Aufnahmesituation gut ist. Das sind viele Sachen, die gehen, das ist auch meine Erfahrung im Alltag, immer total unter. Hier auf YouTube, für meinen YouTube-Kanal, ist es nochmal so eine andere Sache, weil oft werden meine Videos ein bisschen zwischen Tür und Angel produziert und ich wechsle hier in meiner Wohnung hin und her und nicht jeder Ort ist akustisch so gut wie hier dieser Bereich, der einfach umgeben von Textilien ist, sodass ich auch teilweise mich ärgere, wenn ich ein Video gemacht habe und hinterher merke, verdammte Kacke, hättest du doch mal noch irgendwie drei Kissen mehr an strategischen Stellen aufgestellt oder sowas. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video im Prinzip auch. Es ist eher so ein kleiner Appell und jetzt weniger krasse Wissensvermittlung, uns allen ein bisschen bewusst zu machen, dass es diese simple Stellschraube gibt. Den Ton. Und ich rede jetzt sowohl vom Ton bei der Aufnahme von irgendwas, meistens ist es ja Sprache, als auch so ein bisschen das Wissen, wie man Ton bearbeitet, dass dieser Punkt was ist, wo man mit in der Regel wenig bis keinem Einsatz von Geld die Wirkung eines Videos krass verbessern kann, richtig krass verbessern. Wo man natürlich sich auch wirklich bis ins Unendliche verkünsteln kann und dann auch nochmal Geld lassen kann, ist das ganze Thema Nachbearbeitung. Also auch ich habe jetzt, ich beschäftige mich seit einiger Zeit so ein bisschen mit Plugins in DaVinci Resolve, um mich da weiterzubilden, um auch da mal Videos bei Gelegenheit drüber zu machen, zum Beispiel der Ton. So klingen jetzt und mit der Bearbeitung, die ich mich in den letzten Wochen rangetastet habe, klingt er jetzt eben so. Allein das ist ein krasser Unterschied, wie ich finde, und ein Thema, was auf jeden Fall wert ist, sich ein wenig mehr damit zu beschäftigen. Ein Gedanke, der mir gekommen ist und ich denke, dass ich das auch mal tun werde. Normalerweise mache ich nicht so viel Ton selbst. Ich denke, ich kenne mich rudimentär ganz gut aus, aber abseits von YouTube bei größeren Projekten arbeite ich normalerweise mit einem Sounddesigner. Meistens mit einem ganz speziellen, den habe ich auch schon mal angefragt, um ihn vor die Kamera zu zerren, damit er vielleicht so ein paar Profi-Tipps hier so droppen kann. Das ist was ich eigentlich ganz spannend finde und vielleicht will ich euch an dieser Stelle auch einfach nur ein kleines Stückchen darauf sensibilisieren, wenn solche Videos kommen, da auch mal einzuschalten. Nee, ganz im Ernst. Ich möchte ein bisschen mal Erfahrungsaustausch anregen. Wie geht ihr bisher mit dem Thema Ton um? Denn es ist eben dieser Gedanke der letzten Tage gewesen und was mich so ein bisschen hat grübeln lassen, warum es eben eigentlich so ist, dass Filme machen, was ja gemäß dieser wissenschaftlich fundierten Formel mehr Ton als Bild eigentlich sein sollte, warum das bei uns allen eigentlich in erster Linie Bild und Bildmanipulation und Bildtechnik und Schnitt und so weiter ist und warum Ton, obwohl doch so wichtig, eigentlich immer so ein bisschen stiefmütterlich ist. Wird euch auch jeder Sounddesigner sagen, wird euch jeder Tonangler sagen, ne? Das sind immer die Assis. Das ist immer das, was so zu allerletzt kommt. Da guckt man erst, ob der Prakti nicht irgendwie die Angel halten kann und dann, wenn das nicht geht, holt man sich vielleicht doch jemanden, der das wirklich mal gelernt hat. Genau. Das war im Prinzip eigentlich nur mal ein schneller Gedanke, den ich mit euch austauschen wollte. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was sind eure Erfahrungen, was ist vielleicht, wenn ihr filmt, euer Workflow mit Ton.
gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht macht ihr einfach nur Hobbyfilme und verwendet die Tonspur hinterher gar nicht, macht einfach nur Musik drunter oder ihr habt bestimmte Möglichkeiten. Fragt euch vielleicht auch mal, nur im Vergleich, wann habt ihr euch zum letzten Mal hingesetzt und zum Beispiel einen Ton für ein Video in Stereo ausgepegelt? Ganz trivial, ne? Selbst die meisten Handys können mittlerweile Stereo. Ich rede gar nicht von irgendwelchen fancy Raumklangformaten. Aber das ist so krass, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, wie wenig Mühe wir uns für die meisten Sachen. Jetzt nicht irgendwie größere kommerzielle Projekte, was ein Spot, der ins Kino kommt, natürlich, der wird ordentlich bearbeitet. Aber nochmal, da macht das ein Sounddesigner, dessen Job ist das. Aber so Allround-Filmschaffende, Leute, die das hier auf YouTube publizieren, wie ich stelle mich da selbst in die Kritik, wie wahrscheinlich einige von euch. Leute, die für die unterschiedlichsten Zwecke, für ihre Firmenwebseiten, ich weiß sau viele Leute, die für Firmen produzieren, kommerzielle Projekte, so wie ich es ja auch machen. Und wenig bis kaum Aufwand in die Tonbearbeitung stecken. Kann man schon machen, aber finde ich, es kann man legitim mal nachfragen, warum ist das eigentlich so und sollte das nicht eigentlich anders sein? Das war einfach mal mein schneller Gedanke dazu, den ich mit euch tauschen wollte. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne, was eure Erfahrungen sind. Das sage ich jetzt nicht nur aus Algorithmusgründen, sondern tatsächlich interessiert es mich einfach, ob mein Standpunkt vielleicht so ein bisschen eingeschränkt ist von meiner persönlichen Perspektive oder wie ihr das seht. Insofern, macht's gut. Schaut auch mal in euren Camera-Bag rein, was ihr da drin habt. Wahrscheinlich nicht viel anderes als noch vor einem Jahr. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Wo wir es gerade von Soundtracks hatten, die ins Ohr gehen, muss ich an dieser Stelle mal kurz ein bisschen plump Werbung machen, deswegen auch die Werbeeinblendung jetzt in diesem Augenblick. Als ich dieses Video gerade eben abgedreht hatte, habe ich ziemlich unmittelbar danach eine Mail bekommen, und zwar von Audio, dieser Musiklizenzierungsplattform, die ich vor einem Vierteljahr schon mal vorgestellt hatte in einem Video, damals getestet und auch für wirklich gut befunden hatte, mit dem Hinweis, dass deren Weihnachts- oder Winteraktion mit 100 Euro Rabatt auf das lebenslange Modell immer noch läuft. Ich dachte, die wäre nämlich schon längst vorbei. Tatsächlich, ich habe mittlerweile einen Affiliate-Link bei denen. Das ist der Grund, warum ich das an dieser Stelle jetzt auch erwähne. Von irgendwas muss der Kanal auch leben. Tatsächlich nutze ich das seit einem Vierteljahr aber auch. Nämlich in Zeiten, in denen man die beliebtesten Artlist-Stücke irgendwie nur noch überall hört, finde ich es gerade total angenehm, eine Plattform zu haben, die, so könnte man glaube ich sagen, momentan noch als Geheimtipp durchgeht. Also, falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut gerne nochmal rein. Audio ist eine Plattform, wo ihr für aktuell 200 Euro, einmalige Zahlung für immer und ewig, Zugriff auf einen wachsenden Musikkatalog habt, den ihr frei für eure Stücke verwenden könnt und den ich auch seitdem nutze und für gut befinde und deswegen jetzt diese etwas unelegante Integration. Entschuldigt dafür und weiter geht's im Text.